6 von 10, für mehr reicht das nicht. Ja, Spielstand speichern. Das ist ein guter Wiedereinstieg. Ich habe gleich gefehlt, als ich das Spiel wieder angefangen habe. Zwar habe ich nicht gespeichert, wollte nochmal hier ein bisschen spielen, ist das Spiel abgestürzt und auf wieder normal machen. Ein Waste-Time von 20 Minuten. Aber naja, jetzt bin ich hier wieder zurück. Alles gut und wir können die Asche sammeln. Asche, Asche. Und noch weiter die Dorfbewohner ausrauben. Ist mir egal, was ihr zu sagen habt, ich brauche euch nur. Oh, gucken, was können wir denn noch so klauen? Schönes Haus hast du hier. Oh, schöne Gegenstände. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Tschüss. Naja, ich wünschte, ich könnte rennen, aber das kann ich jetzt gleich. Oh, ja, und ist gut. Oh, dich auch noch ausrauben. Gib mal all deine Fähigkeiten, Zutaten. So. Ausgeraubt. Ach, die hatte ich noch nicht. Moin, muss alle beklaut werden? Alle? Du auch? Die Oma muss auch beklaut werden? Ja, und ich weiß, dass da was drin ist. So. So, sind wir mit unserer Liebestour fertig. Im Asche sammeln, im Asche sammeln. Das respawnt immer wieder. Die Asche, komischerweise. Also nichts respawnt ja eigentlich wieder, keine Gegenstände oder so weiter, aber komischerweise die Asche im Feuer respawnt immer wieder. Oder, nee, gar nicht, die respawnt auch nicht wieder, nur die hier. Aber nur, weil die an der Cutscene benutzt wird. So war das. Ja, so war das. So, nicht anders. Gut, so, sind alle beraubt worden, ne? Und schnüffelt nichts, gut. Ab zur nächsten Cutscene. Fortschreiten der Geschichte. Oh, wieder rein. Hier wohnt unser Häuptling. Eigentlich ist es eher unser Häuptling, ja. Feuerauge. 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 Was ist los? Hallo. Ich bin Zora Zottelkopf. Jeder hier nennt mich Feuerauge. Ah ja. Aha. Ich bin Kami. Gut, Kami. Komm rein. Drin können wir reden. Was ist das hinter dir? Oh, das ist mein Hund. Er hat sich in der letzten Zeit etwas verändert. Aha. Und wie heißt er? Oh, heißt... Ja, wie heißt der Hund? Der Hund heißt... GWD. Das heißt, der, dessen Name nicht genannt werden darf. Na, aus welchem Film könnte das nur kommen? Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Der, dessen Name nicht genannt werden darf? So hieß meine Großmutter. Was? So hieß deine Großmutter? Oh mein Gott, deine Großmutter war Voldemort. Oh, tötet sie. Du bist nicht von hier, oder? Ich glaube nicht. Wo ist eigentlich hier? Du befindest dich im Land Evermore und dies ist mein Dschungeldorf. Ich bin hier der Häuptling. Aha, du weißt nicht zufällig, wie ich von hier nach Groß-Ostheim komme, oder? Groß-Ostheim? Interessant. Ich glaube, vielleicht kann ich dir helfen. Doch, du könntest dich hier zunächst nützlich machen. Muss das sein? Unser Alchemist, Schlauer Bär, ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Sie liegt im Osten. Er sucht dort nach seltenen Zutaten für seine Zauberform. Wenn du es schaffst, ihn zurück ins Dorf zu bringen, werde ich dir weiterhelfen. Okay, wie der Captain Görg in 7 siedende Bräute im 7. Biergarten sagt. Baby, ich komme! Bevor du gehst, ich möchte dir eine alchemische Formel geben, die ich entdeckt habe. Ich nenne sie Hitzeblitz. Sie hilft gegen wilde Monster. Ja, unsere erste Formel. Damit können wir jetzt unseren ersten Zauberspruch, so gesagt, unsere erste... Naja, ich nenne es Rundenzauber.
Aber wie man sieht, braucht man hier ein Wachs und zwei Öl. Und die kann man finden oder kaufen. Das war Y, da ist Y. Du kannst die Formel benutzen, wenn du ein Stück Wachs und zwei Tropfen... Na ja, sag es hier nochmal. Wähle einfach den Zauberspruch aus und lass es knallen. Je öfter du den Hitzeblitz benutzt, desto stärker wird er. Cool, ich danke dir. Ja genau, desto öfter man hier eine Alchemie benutzt, einen Alchemiezauber, desto öfter man benutzt, desto stärker wird er. Phänomenal, ne? Jo. Na, ja, dann müssen wir auch nach Osten, nach rechts. Und das Spiel stürzt wieder ab. Fuck! So, jetzt bin ich wieder zurück. Meine Fresse, ey. Mein Emulator hat Lack gesoffen, aber tierisch Lack. Stört sich mit Kröte immer wieder ab, ey. Naja, never change the running system. Ganze Zeit so den ganz alten Emulator gehabt, keine Probleme gehabt, abgedatet und jetzt schwackt das Ding rum. Warum auch immer. Oh, es riecht, dass ich Let's Plays machen will. Es riecht. Naja, aber wir sind zurück und der Hund schüttelt wieder was. Ja, ist gut und. Ah, hier ist am Anfang eine gute Levelzone, um die Waffen aufzuleveln. Ich glaube, die erste Waffe, die wir bekommen, ist die Axt, glaube ich. Genau, und hier kann man eben die Waffen upgraden. Und upgraden tust du eben, wenn die ganz viel auf viele Gegner haben. Also, desto mehr Gegner wir killen, desto höher levelt auch die Waffe. So wie wir leveln. Und dann kann man sie eben mehr benutzen. Stärker sie dann. Aber man muss sie ja noch aufladen. Also, über die 100% kommt dann nachher noch so ein Balken. Aber das wird die sehen, wenn es soweit ist. Wie war es eine sehr gute Levelzone hier? Aber leveln werde ich, glaube ich, offscreen, weil das sonst viel zu langweilig ist. Sieht das ja, ich laufe die ganze Zeit hier rum. Die ganze Zeit. Schlag einmal zu. Warte wieder, bis ich 100% habe. Schlag wieder zu. Der Hund macht das auch. Das mache ich mit allen Gegnern. Ja, allen. Deswegen, das dauert mir ein bisschen zu lange, glaube ich. Ich wüsste nicht, was ich jetzt die ganze Zeit rabarbern soll. Rabarber. Deswegen töte ich einmal diese Scheißvieh hier jetzt. Los, Hund. Na, siehste? Da ist einer. Deswegen, hier sind so viele Gegner, das ist eben gut zum Leveln. Los, Hund. Oh. Der Hund hier nur ein bisschen schlauer wäre. Ein bisschen intelligenter. Aber nein. Naja, das Spiel ist auch alt. Es ist verzeihlich. Naja, damals dachte ich, wow, das Spiel ist 6 Jahre alt, als ich es mir damals geholt habe. Das ist ja verdammt alt. Und jetzt, haha, wie alt ist das Spiel jetzt? Wir haben 2012. Und das Spiel ist von 1995. Heilige Scheiße, da war ich 7. Na, kurz vor dem Tod des Super Nintendos. Als der N64 gerade in den Startlöchern stand. Oder schon erschienen war. Aber wir gehen erstmal weiter. Und lassen uns erstmal... Ich werde das jetzt irgendwie wieder abgestürzt. Stumpf von einem schwarzen Loch einsaugen. Stumpf. Und wir ausspucken. Was müssen wir machen, damit wir zur Höhle kommen? Wow, das ist ja noch cooler als das Wappen bei Captain Fiction. Ja, wir gehen sicher speichern. Ja, ein Emulator. Ich könnte es auch auf dem richtigen Super Nintendo spielen, aber ich habe nur so ein 12€ billig USB Capture Device, das taugt nicht wirklich was. So, und hier bekommen wir eins der wichtigsten Items im Spiel. Man kann das Spiel zwar auch ohne den Ding durchspielen, glaube ich. Gibt bestimmt irgendwelche Sucht, die ich sehr bestimmt bekommen. Aber natürlich ist das Leben einfacher damit. Ach, blöder Hund. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibs zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Das hört sich besser an, als elendig im Sand zu versinken. Der Jaguar ist mein Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen dieser Welt. Du hältst ihn gratis, wenn du bei mir etwas kaufst. Wie kann ich dir helfen? Ja. Und jetzt müssen wir irgendetwas kaufen. Blätter habe ich schon so viele. Nektar ist so teuer. Aber ich muss ein Blatt kaufen. Ja. Dann gebe ich den Hund einfach Dings hier. Etwas. Naja, kauf den Ring gratis. 50 Mal was Billiges kaufen.
Dafür muss ich jetzt mal ein Blatt benutzen. Schluck das Blatt. Ah, gib mir dein Blatt. Du musst hier schnell, du brauchst... Ey, hör mir mal zu! Barbara. Ah, ja. Muss nur einen Ring haben. Oh. Ach, gib ihn mir. Bitte nimm den Jago-Ring als Geschenk an dich. Ja, Sven. Was verpiss dich! Halt A gedrückt, um zu rennen. Achte aber auf deine Energie. Ein langer Sprint kostet viel Kraft. Genau, ein langer Sprint kostet viel Kraft. Die unsere Angriffspower kostet das nämlich. Wenn man nämlich rennt, sieht man nämlich, dass die runtergeht. Wenn es auf Null ist, muss sie natürlich auch wieder hochgehen. Deswegen, wenn wir rennen, können wir die schlagen. Können wir schon schlagen, aber eben. Schlechte Schläge machen. Kraftlose. Der Hund muss auch noch nachkommen. Wir sollten diese Sandstrudel besser umgehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Treibsand zwischen den Zähnen. Ah. Ja. Ich hasse auch Treibsand zwischen den Zähnen. Oh, an der Stelle speichern wir ab. Und dann sage ich bis zum nächsten Part. Denn ich werde erstmal eine Runde leveln. Das ist wie gesagt nicht spannend. Jetzt die ganze Zeit hier raufzukloppen. Die ganze Zeit.